Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Stallvideo. Ich befinde mich gerade am Stall und es kam jetzt halt schon länger kein Stallvlog online. Und deshalb habe ich mir gedacht, machen wir heute eins. Das Wetter ist ganz angenehm, es ist jetzt nicht zu warm. Gestern hatten wir super schönes Wetter. Da war glaube ich so 19 Grad, heute sind so 15 Grad angesetzt. Und was richtig verrückt ist, also das Wetter ist ja eh verrückt. Es ist noch nicht mal April, wo man sagt, der April macht, was er will. Aber in 2-3 Tagen soll sogar noch mal Schnee kommen und das brauche ich tatsächlich jetzt hier am Stall so überhaupt nicht. Also da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Aber mal schauen, ob der Schnee liegen bleibt. Ich habe die Fauna jetzt halt schon entdeckt. Die steht ganz hinten und bei uns wird jetzt gerade noch der Stall abgemistet. Und wie gesagt, ich habe sie ganz hinten entdeckt. Ich schaue mal gerade, ob ich sie euch zeigen kann. Da ist die süße Maus. Und beobachtet uns. Ja, ich werde jetzt halt gleich den Strick holen und das Halfter. Da eben so schönes Wetter bei uns ist, werde ich auf jeden Fall die Fauna jetzt halt hier draußen fertig machen. Wir haben ja in der Halle quasi Anbindebalken und auch hier. Aber wie gesagt, das Wetter ist schön, deshalb werde ich auf jeden Fall draußen putzen. Das ist der einzige Spind, der immer noch ziemlich katastrophal ausschaut. Die anderen zwei Spinde schauen picobello aus. Ihr habt auch nach dem Spind-Update gefragt. Das wird auf jeden Fall kommen. Aber tatsächlich ist das hier nicht gerade aufgeräumt. Bei den Magic Tech Stirnriemen kommt auch bald was Neues, weil die mir immer wieder runterfallen mit dieser Folie. Also das hält nicht richtig. Aber das werden wir dann auch zusammen machen, wenn wir den Spind quasi hier auch nochmal umräumen. Ja, ich werde mir jetzt halt alle Sachen hier rausschnappen und dann nach draußen bringen. Hier oben meine Putzbox, da kommt auch noch mal ein Video, weil auf jeden Fall ein Frühjahrsputz ansteht. Und dann holen wir die Fauni. Schaut mal, wie süß das ausschaut. Rebell steht links, Fauni steht rechts. Die warten schon, dass sie rausgeholt werden. Wie süß das einfach ausschaut, die zwei Fjordis. Schaut mal, wie süß. Hi, ihr zwei. Wollt ihr beide was tun, hä? Schaut zumindest so aus. Ja. Du, Rebell, Lina kommt auch gleich. Fauni, brauchst nicht betteln, ich komm schon. Ich hol dich schon raus. Also unglaublich, mein kleiner Fjord hier. Macht hier Randale. Und der Süße steht daneben und tut keine Randale machen. Du Rabauke, du hast überall die Haare. Die hat sich gerade mit dem Rebell geschmust und hat jetzt halt hier überall noch die Haare hängen. Du bist vielleicht eine Marke. Ja, wir holen dich jetzt raus. So. Auf geht's. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Ich habe die süße Maus jetzt hier hingeparkt. Oh Gottchen, wir müssen eigentlich mal wieder hier den Zopf aufmachen. Den habe ich ihr mal eingeflochten gehabt, aber der schaut einfach so süß aus. Und wir müssen wieder züngeln, weil wir jetzt halt gerade ein Leckerchen bekommen haben. Das ist einfach ein Tick von ihr. Und das hat sie eben meistens, wenn sie Stress hat oder ein Leckerli bekommt. Und hier ganz klar hat sie keinen Stress, sondern das ist gerade eben wegen dem Leckerli. Zahnarzt kommt auch bald zu uns. Da bin ich auch schon super gespannt und hoffe, dass da nicht zu viel gemacht wird. In 2 Wochen, glaube ich, kommt er zu uns. Ich habe die süße Maus jetzt geputzt. Was ich noch machen muss, ein bisschen Mähnenpflege und Schweifpflege. Und dann kann es losgehen. Wir werden uns erst eine Runde aufwärmen. Das heißt, wir werden eine halbe Stunde ins Gelände zum Spazieren. Und danach werden wir dann in die Halle gehen und ein bisschen
Konditionstraining wieder machen, gell? Ja, du süße Maus. Ja, das machen wir. Wir sind unterwegs. Wir wärmen uns ja, wie gesagt, jetzt circa eine halbe Stunde auf. Und dann geht's ab in die Halle. Dort werden wir dann wieder ein bisschen an unserer Kondition arbeiten. Also wir werden viel traben und aber auch so Trab-Galopp-Wechsel machen, damit wir da so ein bisschen den Bauch beanspruchen, wenn wir vom Trab in den Galopp gehen. Also kurze Galoppeinheiten und immer wieder angaloppieren. Das werden wir machen und jetzt marschieren wir erstmal circa eine halbe Stunde und genießen es, dass es heute auch wieder ein richtig schöner Frühlingstag ist. Gell, Fauni? Ja, Fauni glubscht auch, findet auch alles interessant. Schaut euch mal dieses Panorama an. Ein Traum. So, wir kommen jetzt halt gleich an einem Teil vorbei, wo sie vorhin richtig erschrocken ist. Ich bin gespannt, wie es jetzt ausschaut. Nee, nee, nee. Komm. Alles okay, komm. Super. Nämlich hier so ein Teil in der Wiese. Gut so. Braucht man sich nicht erschrecken. Ich habe jetzt die Fauni einmal in unsere Waschstraße in Anführungszeichen reingeparkt. Denn jetzt werden gleich noch die Hufe sauber gemacht und danach werde ich sie noch mit Balsam eincremen. Aber jetzt erstmal schön sauber machen und abwaschen. Die wollte sich nicht wälzen. Ich habe sie auch kurz in Roundpen gestellt, aber da hatte sie irgendwie keinen Bock, sich zu wälzen. Bevor sie jetzt Quatsch macht, werde ich jetzt schnell ihre Füße sauber machen. Ach, jetzt juckt's. Du, vorsichtig, ja. Ein bisschen aufpassen. Jetzt hat sie sich, glaube ich, am Auge wehgetan. Also, manchmal verstehe ich die Pferde einfach nicht, sorry. Deshalb nur noch Schüsseln, die aus Flexi sind, Leute. Ich habe schon wieder welche bestellt. Bei Die Pferde Organizer gibt es übrigens gerade ein Angebot für Flexi-Schalen für 16,90 inklusive Personalisierung und inklusive Versand. Und Fauni macht nämlich jede Schüssel kaputt. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr für eure Pferde Flexi-Schüsseln habt oder ob ihr auch so Hartschalen-Dinger habt. Aber wie gesagt, die sind bei uns super schnell kaputt und ich habe dann auch immer Angst, dass irgendwie das Plastik absplittert und dass sie das dann frisst. Also von daher, die kommt jetzt dann auch bald weg. Sobald meine neuen da sind, wird die weggetan. Fauni! Und wieder reinbeißen. Kapier ich nicht. Hörst du mal bitte auf? Die ganze Zeit ist. Hör auf! Fauni. Du kannst noch essen, aber die Schüssel wird nicht mehr gegessen. Fauni ist gerade aggro, weil ich sie nämlich gerade die Hufe nass gemacht habe und sie hat überhaupt keinen Bock, da drin stehen zu bleiben. So, dann ist finito. Da ist da noch ein bisschen was drin. Hier. Mir ist jetzt gerade noch eingefallen, dass ich im Auto einen Futtersack habe und den möchte ich jetzt nicht wieder rumfahren. Ihr kennt es vielleicht, dass ihr super viele Sachen im Auto, ich sag schon Pferdeauto, dass ihr im Auto immer super viele Pferdesachen habt. Und so geht es mir jetzt halt mit diesem Futtersack und den werde ich jetzt auf jeden Fall ausleeren bzw. in meine Futterbox reinleeren und dann ist nämlich alles wieder picobello. Ein ganzer 20 Kilo Sack passt übrigens in die Futterboxen rein. Und das muss ich jetzt halt erst noch rausholen. Ich habe da schon ein bisschen freigeräumt. Den werde ich jetzt halt hier komplett rausholen. Und dann kann ich nämlich da das Futter
reinmachen. Die Aufkleber bekommt ihr ebenfalls von die Pferdeorganizer. Was ich halt hier an diesen Tonnen richtig cool finde, dass die so ein Klicksystem haben. Bei meinen alten Tonnen, wir haben ja hier Mäuse, es ist ja kein Geheimnis. Und ich glaube, an jedem Stall gibt es Mäuse, vielleicht sogar auch Ratten. Aber das ist halt richtig cool, weil die Deckel von Ikea, die waren halt hier so offen und die sind dann immer hier so reingerutscht. Und jedes Mal, wenn ich natürlich Mäuse da drin hatte, habe ich natürlich das Futter weggeschmissen, weil die natürlich auch Krankheiten übertragen. Unter anderem auch eine Krankheit, wo man das Pferd einschläfern muss. Da geht das Pferd die ganze Zeit quasi im Kreis. Also richtig schlimm, habe ich schon mal gesehen. Und ja, kann die nur empfehlen. Wie gesagt, hat hier einen Klickverschluss hinten auch. 20 Kilo passen hier rein. Wie gesagt, personalisiert kann man das auch kaufen. Und hier werde ich jetzt halt mal auffüllen. Und die Schippe, ist die nicht schön? Die habe ich bei Felix Bühler bzw. Showmaster, also bei Crema, gekauft. Habe ja die in rosa und dann habe ich die in Knatschpink gesehen. Dachte mir, okay, die muss ich auch mitnehmen. Futter ist jetzt komplett drinnen und ich würde fast behaupten, dass auch 25 Kilo reinpassen. Also da ist schon noch ein bisschen Platz. Und das werde ich jetzt halt wieder einklicken und hier vorne auch einklicken. Und dann ab in den Futterspind. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr als nächstes einen Stallrundgang sehen wollt. Es sind ja neue Leute hier dazugekommen und es hat sich so ein bisschen was verändert. Kann ich also super gerne für euch drehen. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt die Stallapotheke sehen, was ist alles in meiner Stallapotheke, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!